Größer können die Unterschiede einer kunsthandwerklichen Bearbeitung wohl kaum sein. Die filigrane Glasgestaltung hier, die rustikale Formung eines Basaltblocks da. Was beides verbindet, Handwerker aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz schaffen Objekte mit eigener Handschrift, die in der Ausstellung unter freiem Himmel am Kurfürstlichen Schloss zu Koblenz die Besucher faszinieren. Eine Mischung aus Garten- und Landschaftsgestaltung, kunsthandwerklichem Schaffen und handwerklicher Präzisionsarbeit, die ihre Geburtsstunde in den Betrieben hat. Sinzig am Rhein, hier lebt und arbeitet Elisabeth Knops. Die Glasermeisterin hat sich auf die Glasgestaltung spezialisiert. Dabei zählen Bleiglasarbeiten, ob nun Neuanfertigung oder wie in diesem Fall Reparatur, genauso zu ihrem Repertoire wie der Entwurf und die Fertigung individuell gefertigter Glasobjekte. Das war also eine alte Bleiverglasung, die defekt war. Und die habe ich also praktisch repariert. Restauriert kann man nicht direkt sagen, aber repariert, sodass sie jetzt wieder komplett ist und man kann sie wieder aufhängen. Jetzt wird sie noch gesäubert und dann, wie gesagt, im normalen Zustand wieder zugeführt. Mit ihren gestalterischen Akzenten hat sich die Handwerksmeisterin längst einen erstklassigen Ruf erarbeitet, bietet aber ihren Kunden durchaus die Möglichkeit, bei der farblichen Gestaltung und Formgebung ein Wörtchen mitzureden. Was dann entsteht, ist unverkennbar Knops und ganz so, wie es der Kunde gerne haben möchte. Da habe ich also eine Glasplatte schon vorbereitet und die wird jetzt mit diversen anderen Farben und Glasstücken wird die dekoriert und anschließend im Ofen eingebrannt. Und das geschieht mehrere Male, weil ich also mit diesem einen Durchlauf nicht auskomme. Es werden dann noch Glasstücke aufgelegt, es wird auch noch gemalt. Und wenn diese Platte dann soweit fertig ist, muss ich sie anschließend noch absenken. Und das alles geschieht in einem Temperaturbereich zwischen 700 bis 900 Grad. Bei 900 Grad erlebten ihre Geburtsstunde auch die Sinziger Glasobjekte für die Koblenzer Ausstellung unter freiem Himmel, die Elisabeth Knops so beschreibt. Da habe ich zwei Objekte ausgestellt. Und zwar ist das einmal der sogenannte Flammenbaum. Das ist also ein alter Eichenstamm. Da habe ich diverse Glasstücke passend zugeschmolzen. Er sieht also jetzt aus, als ob er voll in Flamme stehen würde. Und ein weiteres Teil, das nennt sich Auftrieb. Es besteht aus drei Edelstahlstählen. Die sind im oberen Teil mit Glas, wie so eine Art Glasflügel verbunden, in Blau, Rot und Gelb. Von der Ausstellung im Garten vor und hinter dem Koblenzer Schloss, die noch bis zum 16. September läuft, sind die Besucher begeistert, nicht zuletzt wegen der gebotenen Vielfalt. Für die sorgt mit einem ganz anderen Material und einer anderen Form der handwerklichen Bearbeitung auch Steinmetz- und Steinbildhauermeister Hans Losen aus Mendig. Und zugegebenermaßen, größer kann der Unterschied der handwerklichen Objektbearbeitung wohl kaum ausfallen, da milligrammleichte Glassplitter mit viel Fingerspitzengefühl aufgetragen, hier der Presslufthammer als Handwerkszeug. Nee, der Bohrhammer, der läuft ungefähr mit 6,5, 8 Bar. Ja, und ja, man muss schon ein bisschen Kraft haben für das, ne, das Durchhalten. So ein 1,50 Meter tiefes Loch zu bohren, das kostet schon Kraft. Ne? Und auch der Gabelstapler zählt hier zum Werkzeug, geht es um die Bearbeitung von Basaltblöcken. Mit diesem Material ist Hans Losen aufgewachsen, Basalt und ein Steinbruch. In diesem Umfeld ist der Urmendiger schon auf die Welt gekommen. Geboren bin ich hier in Mendig auf der Brauerstraße. Und wenn man aus dem Geburtshaus aus dem Fenster guckt, da konnte man auf den Steinbruch gucken. Und vielleicht kommt daher die Leidenschaft zu dem Stein, weil wir als Kind immer auf der Leih gespielt haben und noch zwischendurch so den Leiern oder den Steinmetzarbeitern auf der Leih zugeguckt haben. So reicht seine Beziehung zum heimischen Basalt zurück in die Kindertage und es entwickelte sich eine Beziehung, die sich bis heute vertieft hat. Mendiger Basalt ist das Lieblingsmaterial, mit dem Losen arbeitet. Wir haben ja auch in Pleitbasalt oder in Mayen, aber der ist, also für mich, ist härter. Jeder Mendiger Basalt lässt sich wesentlich besser bearbeiten.
Und so entstehen diverse Kunstobjekte, aber auch Gebrauchsgegenstände, wie dieser Blumenkübel im Mendiger Betrieb. Auch wenn dieser schwarze Klotz als Blumenkübel kaum zu erkennen ist. Doch wenige Handgriffe später, mit Kraft und geübtem Auge ausgeführt, wird aus einem schwarzen Steinklotz eine runde Form. Dann greift die Gabel eines Staplers nach dem Werkstück und wendet es, um auch dem Boden des Kübels die richtige Form zu geben. Viel Erfahrung im Umgang mit dem Lavagestein, aber auch ein gutes Auge und gestalterische Vorstellungskraft bringt Hans Losen mit. Und natürlich gehören auch moderne Werkzeuge zum Alltag im Betrieb. So eine Bohrmaschine, mit der das Gestein aus dem Blumenkübel anschließend ausgebohrt wird. Doch nicht nur den 10-Kilo-Hammer führen Losens Hände sicher und präzise. Auch mit wesentlich kleineren Werkzeugen bringt er seine Steine in Form. Was die Frage aufwirft, ob das eher Kunst oder Handwerk ist. Da bin ich, ja, das ist Kunst, das ist mehr Kunst, das ist mehr freischaffende Kunst, obwohl ich mich immer versuche, eigentlich so an Naturbeispiel, wenn ich einen Eidechs mache, hole ich mir mein Buch raus und gucke mir mal zuerst bei Eidechsen an und versuche dann halt eben so nah wie möglich oder so gut wie es geht, steingerecht, immer noch steingerecht da dran zu gehen. Für die Ausstellung unter freiem Himmel hat der Mendiger Handwerksmeister einen Bär aus Basalt in den Garten des Koblenzer Schlosses gebracht, der nun neben Keramiken, Objekten aus Holz, Metall oder Glas seinen Platz hat. Vielfalt, Gestalt, handwerkliche Perfektion, das sind einige Aspekte der Ausstellung, die Organisatorin Cornelia Schmitz-Groll so erklärt. Wir sind hier unter freiem Himmel am Kurfürstlichen Schloss zu Koblenz und zeigen hier eine Ausstellung von Kunsthandwerkern, Gestaltern und Künstlern, die gemeinsam hier Objekte in Holz, Keramik, Glas, Metall zeigen. Die Ausstellung ist bis zum 16. September geöffnet. Und wird bis dahin sicher noch eine Vielzahl von Besuchern in ihren Bann ziehen. Denn das Ambiente rund um das Schloss mit dem Rheinufer in unmittelbarer Nachbarschaft und einem faszinierenden Garten bietet mit der Ausstellung nun einen Grund mehr zu kommen und zu genießen. Mehr Informationen zur Ausstellung unter freiem Himmel und ihre Aussteller aus Handwerk und Kunsthandwerk auf den Internetseiten der Handwerkskammer Koblenz, galerie-handwerk-koblenz.de.